Grüße aus Montevideo, Uruguay. Der Tag ist am zu Ende gehen, die Sonne senkt sich. Wir haben spannende Gespräche geführt mit dem Wirtschaftsminister, mit der Industrieministerin, mit dem Außenminister. Es ging jedes Mal um das Mercosur-EFTA-Abkommen. Wir sind uns einig, wir wollen diese Verhandlung vorantreiben, wir wollen sie effizient vorantreiben. Es ist im Interesse beider Parteien. Wir haben unsere Chefunterhändler entsprechend instruiert. Und dann haben wir eine Fleischfabrikation gesehen, automatisiert, höchste Sauberkeit, Rückverfolgbarkeit der Fleischstücke bis zum lebendigen Tier und dessen Städte. Eindrucksvoll, wirklich eindrucksvoll. Die Konkurrenz besteht, aber die Konkurrenz, die nehmen wir an und wir sind mindestens so gut bei uns zu Hause, wie wir es hier in Südamerika gesehen haben.